Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir erobern nur irgendwas und morden nebenbei. Wo sind wir denn? Wir haben hier hinten eine Hauptmission. Wir haben hier hinten Iflidin. Wir haben hier hinten eine Hauptmission Königin des Meeres. Das ist komplette Hauptmission, ne? Warte mal. Ah, so, jetzt. Hallo? Vielleicht hört die Maus mal auf damit. Oh Gott. Weil die zieht immer ein bisschen. Hallo. So, da hinten ist Hauptmission. Da hat noch jemand Infos. Ich würde vielleicht den Bogen jetzt mal, also wir gehen ja so ein bisschen nach unten und dann ein bisschen nach oben, ne? Nebenbei noch die Artefakte mitnehmen. Würde ich einfach mal sagen, machen wir mal, wa? Wo ist das da hinten? Also über die Brücke hier oben. Bist du das? Tschüss. Vielen Dank, Waldläufer. Kein Problem. Vielen Dank, Fremder. Halte den Sklaven auf! Stirb! Ich danke dir. Aber Rettung in letzter Sekunde, kann nicht sein. Fake News. Oh, warte mal, bevor wir dem, diesem Karagorgon begegnen. Wie kommen wir denn da runter? Ist hier nochmal so eine Schlucht oder was? Oder? Ah ja, Tatsache. Aber wir sind keine Feinde. Aktuell noch nicht zumindest. Aktuell zumindest noch nicht. Let's go. Betrete die Höhle. Oh nein, Ghule. Wie sollen wir das machen? Ich weiß, wie wir es machen. Hallo? Hallo? Yeah! Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Egal.
Warte mal, lass mal noch ein bisschen Zeit verstreichen jetzt. Okay, noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und jetzt. Oder? Nee. Nee, noch nicht ganz. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Okay, lass sie mal alle kommen, lass sie mal alle kommen. Oh Gott, oh Gott. Sehr nice. Sehr nice. So. Galadnalamov. Mehr Leben. Und danach kommen wir zu den Pfeilen parallel mit dem Fokus. Möglicherweise. Muss ich mir neu überlegen. Aber das war es mir jetzt erstmal wert. Fähigkeiten, Attribute, Fortschritt. Bei Fähigkeiten aber kein Fähigkeitspunkt, ne? Hm. Ciao, haut da rein. Der Name der Macht ist jetzt verfügbar. Ja, okay, später. Erstmal machen wir zu der Bogenmission, aber vorher müssen wir noch etwas leicht links. Läufer, du musst mir helfen. Jo. Mein Bruder verfluchte den dunklen Herrscher. Der Sklaventreiber ist völlig durchgedreht. Dafür kann ich nichts. Du hast Infos. Ach, der hat... Ach, du Scheiße. Ach, du... Der hat drei Häuptlinge... drei Untertanen, so gesehen. Skorge. Dickschädel. Halte mich für verrückt. Aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven, sind sie schon in die Hose? Für diese Lektion solltest du... Toll, Achan. Toll. Haben wir... Fehlen nur noch 6 Puzzle oder so, wa? Nee, nicht ganz. Warte mal. Oben fehlt noch ein bisschen Schrift.
2, 3, 4, 5, 6. Na, vielleicht fehlen noch 6 bis 8 oder so. Mal schauen. Es gibt im Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Kann ich. Tschüss. So, warte, wem steht er noch unter? Der hier vorne, der ganz rechts. Okay, machen wir erstmal den hier vorne. Quatrak der Ringer. Tschüss. Hier ist noch irgendwo ein Artefakt, wahrscheinlich unten rum. Wo bist du vorhin hingelaufen? In einem dieser sag mal. Geflohenen Menschen hinterhergejagt. Hallo, kletterst du mal bitte hier hoch? Ach hier, ah, okay, auf der Halbhöhe. Elfenbeinschnitzerei aus dem Mumak-Stoßzahn. Dieser mit Schnitzereien verzierte Stoßzahn erinnert an den Abschluss einer epischen Jagd. Man kann darauf zwei Zwerge erkennen. Der erste schwingt eine mächtige Axt gegen den riesigen Mumak. Der zweite, vielleicht sogar sein Zwilling, flieht in Panik vor dem Biest. Die Kunstfertigkeiten deuten auf einen wahren Handwerksmeister hin und auf den Einfluss von Starkbier hin. Das waren doch die Zwerge, die wir, ne? You know? Hier, sie ist fertig. Ein echtes Meisterwerk. Welch herrliche Schnitzerei. Auf die Vorderseite habe ich geschnitzt, wie wir diesen Mumak erleben. Und auf die Rückseite unsere nächste Beute, den mächtigen Grauk. Ein Biest wie dieses macht einen Jäger zur Legende. Zeig mir die Schnitzerei. Ist sie nicht großartig? Diese Details, sieh, wie ich zum Schlag gegen das mächtige Biest aushole. Überall Blut. Und warum hast du mich geschnitzt, wie ich voller Panik vor dem Mumak davonrenne? Künstlerische Freiheit, Bruder Torwin. Wenn du der Held sein willst, schlage ich vor, dass du das nächste Mal die Schnitzerei übernimmst. Sag ich ja, die zwei Zwillinge. So, raus hier, raus, raus. Achso, wir haben auch eine Verbesserung, einen Moment. Virtual Verbesserung. Achso, wir haben einen Fähigkeitspunkt, okay. Das würde ich, glaube ich, schon eher bevorzugen. Du garstige Bade. Dieser Torwin scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen.
Vielen Dank. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde lernen das gerade auf die harte Art. Ich hab dir noch zugehört. So, du unterstehst. Den ganz rechts haben wir noch nicht. Dumuk, der Fleischsammler. So, hier haben wir noch etwas, ein Artefakt, und dann würde ich wieder zum Bogen aufmachen. Tschüss. Danke. Eine gundurische Münze. Die Händler in ganz Mittelerde wissen, wenn es aus Gondor stammt, ist es gut. Und sie akzeptieren gern diese Silbermünze, Kastare genannt, als Währung und treiben mit ihnen Handel in den zivilisierten Reichen und mit fast allen Völkern Mittelerdes. Diese bestimmte Münze gelangte wahrscheinlich über das Nurmienmeer nach Mordor, die Haupthandelsroute dieser Lande. Nimm es, die Währung des Landes. Klar, aber es ist die Währung Gondors. Wenn du es nicht willst. So war das nicht gemeint. Aber wie wäre es mit etwas weniger davon und etwas mehr von den Elbenkleidern, die ihr von Eregion mitgebracht habt? Das lässt sich sicher einrichten. So, dann haben wir hier noch eine Bogenmission. Und da oben auch noch. Ach, siehst du, wir haben hier noch einiges zu tun. Reichtum wird Gondor nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Ein lauernder Duel! Ich töte dich! Bleib mir vom Leib, du wieder! Ach du Scheiße, wen haben wir hier? Ah ja, okay, verstehe. Ja. Menschendreck! Feigling! Diesmal lasse ich dich garantiert nicht entkommen. Wir haben, glaube ich, noch nicht miteinander gekämpft. Nur du und ich. Nein, diesem Waldläufer werde ich sicher. Auf mich stürzt du nicht herab, kleines Vögelein. Niemand kann dir helfen. Und niemand kann dir helfen. So, die drei haben wir. Dem hier unterstehen zwei, das haben wir schon. Wer ist er? Tarz, das Messer. Tschüss. So, hier haben wir. Ey, jetzt haben wir hier schon. Achso, nee. Hä? Hatten wir hier nicht gerade die Bogenmission? Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Nee, ich glaube nicht.
Haha, nicht getroffen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Tschüss. Ich habe über 1000 Jahre unserer Vergeltung gemacht. Bitte. Du musst verstehen. Wir waren so hungrig. Das ist ja kein Problem. Ist es falsch, seine Familie ernähren zu wollen? Bitte hilf uns. Du hast Informationen. Vielen Dank. So, wem steht er unter? Er hat nur den Hauptmann hier vorne. Lugnag Garagor Schlechter. Okay, dann haben wir hier theoretisch noch eine Mission, aber ich würde gerne im Bogen hier rum. You know. Wirf Uruks Vorsprünge herab. Wirf Uruks Vorsprünge herab. Der Tag hat wohl Angst bekommen. Nö, nö, das auf keinen Fall. So, er hat nur einen. Er hat alle drei. Okay. Dann sammeln wir mal etwas über den hier. Shark Flag. Brennzange.
Wirf Uruks Vorsprünge herab. Da drüben sind noch mehr von uns. Bitte hilf ihnen. Wir können ja keine Klippen oder so. Hier stinkt es voll lauter Müll. Was war das für ein Geräusch? Der Quartiermeister hat den Menschen mal wieder mit... nur geschafft, Karagor zu zählen. Nur die stärksten Orks können das. Und oft verfüttern sie die niederen Orks an ihre neuen Haustiere. Was? Die Orks sind verrückt und grausam. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Da war doch ein Geräusch. Ach verdammt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur runterspringen. Glück, dass wir den letzten Kampf gewonnen. Was ist er denn? Elite-Häuptling? Schwachkopf ist es. Wir machen jetzt erstmal alle Häuptlinge. Wirf Uruks Vorsprünge. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, ne? Können wir leider aktuell gerade nicht machen. Tut mir leid. Würde ich gerne. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Mach ich nicht. So, kann ich leider nicht irgendwie drei Urus. Ich kann mir vorstellen, was darunter vorzustellen. Ja. Wo ist der dunkle Herrscher jetzt? Diese fauligen Kreaturen verdienen jeden Hieb, den du ihnen austeilst. Kurios. Ja,
zerfetztes Banner. Ungul haben sich auf diese purpurroten Banner für den dunklen Herrscher, das für den dunklen Herrscher Saurons steht, gestürzt und es teilweise verzerrt. Dies ist nicht nur ein symbolischer Akt, die Kinder Kankras formieren sich gegen die Uruks und bilden Stoßtrupps, um gegen die Eindringlinge in ihrem Land vorzugehen. Welchen Waffenstillstand es auch zwischen den beiden Fraktionen geben haben mag, nun ist er vorbei. Verflucht! Sie haben das ganze Überfallkommando und die Flagge! Seht ihr die Netze? Oh, Entschuldigung! Feiern! Entschuldigung! Verflucht! Sie haben das ganze Überfallkommando und die Flagge! Seht ihr die Netze? Es sind Spinnen! Widerliche Kreaturen! Die kommen wahrscheinlich aus dem Tal weiter unten im Süden! Wir sollten sie ausscheuchern! Du solltest eine große Klappe halten. Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Ich frage mich, ob die für Kankra arbeiten. Sauron hat sie früher immer gefüttert, aber ich wette, sie weiß nicht mehr, wessen Haustier sie ist. Ist vielleicht an der Zeit, sie daran zu erinnern. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht stelle ich mich ja wieder dazwischen. Was? Chance von 38%. Chance von 42%. Tut mir leid, aber die Chance ist nicht so hoch. Attribute. Da können wir nur den Fokus erhöhen, dann machen wir das mal. Hab gesagt. Bogen und Dings machen wir parallel. So, dann. Diese Spinnen kriechen aus den Wänden. Sie sehen unheilvoll aus. Die Kinder Ungolians. In ihrem endlosen Hunger verschlingen sie das Licht. Ach, Spinnen finde ich gar nicht so unnett. So. Ja, das kennen wir schon. Das habe ich öfters mal schon mal vorgelesen, ne? Das war einfach. Ah, der Grauk ist, glaube ich, nicht so einfach, ne? Egal. Demütigen? Demütigen ist immer gut. Warte mal, erstmal sammeln wir dieses. Tja. Sollen wir das mal ändern? Dieser Stein ist einzigartig unter dem Schier. Oh Gott, oh Gott. Hier endlos aufgewollt von. Ein Schleifstein der Zwerge dazu bestimmt, Äxte, Messer und Schwerter derart zu schärfen, dass sie selbst die besten Urukrüstungen oder die steinerne Haut eines Trolls zu durchdringen vermögen. Die schwarze Klinge schneidet den Berg, heißt die Redensart. Wer der Besitzer des Steins auch gewesen sein mag, er war höchst gründlich bei seiner Arbeit. Schärfe weiter! Du musst deine Axt wetzen, bis du eins deiner Barthaare in zwei teilen kannst. Oh, sie ist scharf genug, um einen Grauk zu töten. Jetzt reich mit dem Pfeife. Bei der Jagd geht es nicht um scharf genug, kleiner Bruder. Du musst lernen, die Jagd zu respektieren. Eine scharfe Klinge für ein makelloses Töten. Ohne Respekt vor dem Biest sind wir nicht besser als die Orks. Testen wir sie jetzt einmal. Bei Durin, warne einen Zwerg rechtzeitig, wenn du ihn am Bart reißt. Sieh dir das an, Torwin. Das Haar ist zweigeteilt. Es gibt doch noch Hoffnung für dich. Die zwei Zwerge mag ich. Die sind nett. Kommt er auch hier vorbei. Hoffentlich mit dem Kopf. Dieser Zwerg kennt keine Angst. Ich weiß nicht, ob er tapfer ist oder bloß ein Tor. Oder beides. Er fürchtet den Tod nicht. Doch in Mordor gibt es viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod.
Was ist das hier für eine Festung, Alter? Ist eigentlich eine schöne Stadt, so damals wahrscheinlich gewesen. Demütige Mosglob, Schwachknochen, in denen du seine Unterstützung vor Schrecken fliehen lässt. Der Häuptling herrscht mit Angst über sein Gefolge. Aber wir zeigen ihm, was wahrer Schrecken ist. Hallo! Ich muss das Leuchtfeuer anzünden! Wirst du nicht. Wirst du nicht. Da ist er! Gib nach! Wir werden dich in Stücke haben! Warte! Ich rieche etwas. Ich brauche Hilfe! Ich soll die Wunde ertrinken. Ich brech dir die Hände, bevor ich dich töte. Okay. Ich muss mal... Ah! Kletter doch hier hoch, Mann! Hmm.
Du fliehst nicht. Keineswegs. Irgendwo ist ein Karagor, einen Moment. Wir brauchen dringend bessere Waffen. Meine Klinge ist schon erstarrt. Dabei habe ich heute bloß 7 Sklaven getötet. Ah ja, ich glaube, ich höre ihn. Warte mal. Du bist frei. Alter, willst du mich verarschen? Ah ja, okay. Alles klar, verstehe. Verdammt! Eine große Kraft zerbrach diesen Stein eines Zauberers in mehrere Teile. Aus diesem Setzling gefertigt, diente dieser Stab einen wandernden Zauberer einst auch als Gehstock. Zauberstab und Waffe. Was mit seinem Besitzer geschah, ist wie in diesem Zustand und wie er in diesen Zustand gelangte, ist nicht bekannt. Da ist er. Nicht wahr? Sie haben uns ihren Namen gesagt. Mehrmals. Aber wir haben sie vergessen. Wir haben sie einfach vergessen. Es schien fast so, als würden sie nicht wollen, dass wir uns erinnern. Nach einer Weile waren sie einfach nur noch die zwei Istari. Manchmal auch einfach der Große und der Kleine. Ich kann nicht sagen, warum ich mich nicht erinnern kann. Ich erinnere mich an den Großen, wie er uns Geschichten über eine Goblinstadt erzählte, über einen Mann, der sich in einen Bären verwandelte, von der Zeit als... Nun, ich glaube, es war ihm scheinbar gleichgültig, dass einige seiner Geschichten nicht ganz stimmig waren oder andere einen Toten aus seinem Grab hochschrecken lassen würden. Als der Große ging, nahm er seinen Stab mit, ließ aber einen Gehstock zurück, in dem eine ganze Menge Kerben und Muster eingeritzt waren. Er hat damit irgendetwas aufgezeichnet,
das ist sicher. Vielleicht seine Erinnerung? Also, dass das. Also, wenn er sich. Vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht konnte er nicht. Achso, ich hätte runterscrollen sollen. Ja. Genau. Dieser Zauberer, die Istari. Was weißt du über sie? Ist ihre Macht stärker als die deinige? Wir haben uns bisher noch nicht gemessen. Saruman, der Weiße, ist der Vorsitzende des Weißen Rates. Sein Wissen um die Ringe der Macht ist groß. Skog. Aha. Und? Tumug. Okay, beide. Ogtrak. Ah. Hä? Wieso hat er keinen Schleichangriff gemacht? Menschen, du hast doch keine Chance. Und wenn du versuchst abzuhauen, dann finde ich dich, versprochen. Damit habe ich kein Problem. Das muss man immer ausschalten. Um meine feigen Uruks kümmere ich mich später, aber du tröste dich mit dem Gedanken, dass du stirbst. Das ist ein Berserker. Das ist ein Berserker. Wir sehen uns wieder, Waldläufer. Na, hoffentlich nicht. Was? Was? Hä? Was? Was? Alle Uruk sollen sehen, was ich mit Weichlingen wie dir mache. Wieso stand auf einmal keine Chance? Hä? Ich hab immer eine Chance. Ich hab sogar zwei Chancen oder mehr. What the fuck? What the fuck? Du hast mit Sauron zusammengearbeitet. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben.
Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. So, wir müssen jetzt mal gucken, was wir machen alles. Die Wölfin muss sterben. Sie ist viel zu hartnäckig und ihre Armee wächst viel zu schnell. Okay. Ich sag dir, wenn du einen Grauk zähmen willst, brauchst du mindestens 10 Uruks und ein paar schwere Ketten. Und dann willst du ihm mit dem Finger drohen, dass er tut, was du willst? Zeitverschwendung, die Biester zu zähmen. Die taugen nur als wandelnde Zielscheibe. Wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, schädigt dich das für... Habt ihr das gehört? Die anderen sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, macht dich das schneller. Es ist alles eine Frage, wie viele man ganz verschlingen kann. Frag nur den Sklavenmeister. So, da liegen Informationen. Wem unterstehen die Beten hier? Luga, der Schütten, naja, relativ, ne? Nie, ob man ein paar Ghulen oder einem Grauk begegnet. Wir müssen mehr Vorräte an die Schmiede liefern. Ihr wisst ja, was passiert, wenn der Rüstmeister nicht mehr arbeiten kann. Der Kampf liegt mir im Blut. Wenn ich nicht kämpfen kann, dann kocht es über. Ich weiß, was du meinst. Ich habe erst vorhin einen Karagor getötet. Hä? Was? Ich wurde entdeckt? Von wem? Ey, fick dich doch! Noch einmal. Ich hasse diesen windigen Schrack, der die Übungsarenen langgänglich auf. Dem darfst du bloß nie dumm kommen. Hab gehört, der hat ein Auge an einen Karagor verloren. Es waren zwei. Ja,
einen eine Kette gemacht. Und eine Augenklappe ist die Zunge des anderen. Aha, aha, aha. Diese dummen Tags haben Angst vor der Dunkelheit. Der Hauptmann ist schon wieder fort. Was meint ihr, könnten wir alles anstellen? Ein blutiges Gemetzel. Los! Habt ihr das gehört? Nein. Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Wenn da etwas war, sollte er sich fernhalten. Ein Geräusch. Ratten. Waren wohl Ratten, ganz sicher. Ich habe mich auch schon zu Tode geweiht. Wovon? So. Vielleicht sollten wir unsere Schwerter an seinem Leder wetzen. Der Höhlenfeld sagte mir, sein Karagor sei zahm. Der Höhlensohn lügt. Ein Karagor kann man nicht zähmen. Ich hab dich in den Käfig fassen sehen und mich gefragt, was du da tust. Diese Bestie hätte mir fast. Was war das? Muss ich mir wohl eingebildet haben. Zurück an die Arbeit und hör auf! So, perfekt, das haben wir erledigt. Und wie wir die hier freilassen, ihr könnt euch denken, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Wir müssen ja auch ein bisschen die Spannung hochhalten, ne? Bis dahin würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!